Ich grüße euch am Dienstag, dem 26. Januar 2021, zu unserem Go for Peace Impuls. Heute mal wieder vor einer Weltkarte in unserem Go for Peace Büro. Und in die Weltkarte haben wir damals ganz viele Fahnen überall reingesteckt, wo wir zu Zeiten, als wir noch Briefe mit kleinen Plastikkarten verschickt haben, die Briefe hingeschickt haben. Das waren zeitweilig über 60 Länder. Heute steuert sich das ja alles über die App und wir wissen gar nicht mehr ganz genau, wo was ankommt. Aber es geht wirklich um die ganze Welt, denn heute haben wir das Fest der Apostelschüler Titus und Timotheus. Gestern war ja die Bekehrung des Paulus und heute haben wir zwei seiner Schüler als Vorbilder, als Heilige vor Augen. Und die Kirche gibt uns ein wunderschönes Evangelium an die Hand, bei Lukas im 10. Kapitel aufgeschrieben. Jesus sucht 72 andere Jünger aus und schickt sie voraus in die Orte, in die er selber kommen wollte. Und er sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Und dann sagt er ihnen weiter, nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe und grüßt niemanden unterwegs. Also völlig wehrlos gehen die los. Die sind angewiesen auf die Menschen, denen sie dann begegnen sollen. Und wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, dann wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Also die Botschaft, die sie bringen sollen, ist die Botschaft des Friedens, den sie natürlich zuerst in sich selber tragen müssen, damit sie ihn dann auch weitergeben können. Und dann sagt Jesus ihnen was ganz Entscheidendes. Dann sagt er, bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet, denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn, zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Also seid keine Vagabunden, heißt das im Grunde. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Lektion, die uns Jesus heute gibt. Wir sind gerufen, immer neu den Frieden in unserem eigenen Herzen zu haben. Also morgens vielleicht ein bisschen Zeit zum Beten zu haben, wo wir uns einfach dem Evangelium und der Stille und darin Jesus aussetzen und im Gespräch sind mit ihm und dann den Frieden von ihm her empfangen. Und diesen Frieden, den sollen wir dann in die Welt hineintragen, in all die Begegnungen, die uns geschenkt werden im Laufe eines Tages. Am Telefon, über die Mail, über die ganzen Internetkonferenzen, live auf den Straßen, in den Geschäften, in den Büros. Ich muss immer an Maruschka denken. Sie war einmal, die ist jetzt für ein Jahr in Bulgarien, sie war einmal in der Slowakei, in ihrem Heimatland, bis zur ukrainischen Grenze gelaufen, hatte fast nichts mit und musste immer mit ihrer Wasserflasche zu Menschen gehen und um Wasser bitten. Erst waren die ganz skeptisch, aber wenn die dann merken, die will Wasser, dann hat sich manches total schöne Gespräch entwickelt, weil sie hat den Frieden gebracht. Bleiben wir dann in den Augenblicken in diesen Begegnungen und bringen wir den Frieden. Also, bleib in diesem Augenblick, stay in this moment. Euch einen schönen Tag.